Tag, guten Abend zur Kunstschau vom Kunstraum Kieswerk bzw. Kunstraum Kieswerk. Heute sind wir am Kunstraum Kieswerk. Dobry wieczór. Minasan, konnichiwa. Das ist für unsere Freunde in Japan, in Japan. Und good evening for all another friends who can understand English. Okay. Wir sind, Sie sehen es wahrscheinlich, wo wir sind heute. Wir sind heute wieder im Kunstraum Kieswerk in der Säulenhalle. Säulenhalle deshalb, weil wir haben hier Pfeiler um uns rum. Felix, vielleicht kann man die mal einfangen. Pfeiler, die noch von der Zeit her rühren. Das ist ja, wir sind hier in einem Mischwerk, in der ältesten Transportbett- und Mischanlage in der Region Basiliensis, also zwischen Zürich, Basel, Karlsruhe. Und hier zum Beispiel sieht man, wie die ganzen Ablagerungen über die knapp 100 Jahre der Produktion von Zement, ne, wie das stattgefunden hat und wie die immer noch sichtbar sind und wie die Säulen da eingebunden werden. Und da haben wir 1, 2, 3, 4 zumindest davon freistehende und deshalb nennen wir das die Säulenhalle. Und das ist eigentlich ein Ausstellungsraum, wird aber jetzt im Winter auch oft benutzt, wenn wir Projekte haben. Gerade wie das Hintere, wo wir gemeinsam machen, die Anja gemeinsam, das machen wir dann auch hier. Was haben wir heute? Wir haben heute... Letztes Mal, wir haben nie gezeigt meine Bilder. Ja, da kommen wir später dazu, okay? Aber das erinnere. Das ich habe in meinem Kopf. Also ja, das stimmt natürlich. Ich habe es angekündigt, Anjas drei Bilder, und habe sie dann nicht gezeigt. Mhm. Tut uns leid. Das machen wir jetzt gleich als erstes. Kommen die drei Bilder von der Anja. Dann gibt es noch ein paar Worte zu dem Zusammenprojekt hinter uns. Dann uns, oder mein Sohn, der Felix, ist ja in Österreich beruflich seit einer gewissen Zeit. Und da gibt es Winterimpressionen. Von Vorarlberg ist es, glaube ich. Sehr schön dort. Und mein Relief mit den Dreiecken ist auch fertig. Und das wird auch noch vorgestellt. Das ist so das Programm für heute. Und wir fangen an mit Anjas drei Bilder. This is the newest one I finished. It's very fresh. Yesterday I was painting. And there are this all three paintings, they have the same size, 1 meter, 2 meters. But I can say they are three sisters. And these three paintings, they tell the same story. But maybe from different, little bit different point of view, little bit different moment. And this is about light and about contrast, shining and vibrating colors. And for me, of course, this is what is every time important. I want to show in abstract way perspective. And I love this contrast of colors and to play between them. This is this technique what I used to do since some years. I make a structure with different chemicals. I don't say exactly what, but and then I paint some layers. This is for me important. This all layers are visible. This the first layer is never really strong, but it's very important for this all result. Many people see a lot of nature in this painting, and of course for me nature is a very strong inspiration, but also like
city and everything. It's, I think it's very, I can say also very often I paint my own, myself, and all process is for me very important, and also my place in this world. It's very difficult to say exactly. I should write in Polish and try to translate exactly in English. But whatever, I want to show you this series of three paintings, what I did last weeks. I'm happy about them, and now I can start another works. So, das Zusammenprojekt 2021 hat uns ja jetzt schon fast 2 Monate in Beschlag genommen. Das heißt, wir haben Mitte Dezember angefangen mit dem Projekt. Und haben, also einen Monat. Und haben da schon mit vielen Leuten, die am Kieswerk von dem Projekt erfahren haben, das gestartet. Dann ging es weiter nach einem Jahr. Das hat sich dann das Kulturamt, ist ja auch Partner von dem zusammen. Das Kulturamt ist Partner zusammen mit dem Kunst am Kieswerk bei dem Projekt. Dann hat sich das Kulturamt eingeschaltet, die Presse eingeschaltet, zum nochmal einen Schub bringen. Und jetzt sind wir seit einer Stunde fertig mit dem Original. Ja. Also das, was Sie jetzt sehen, sehen wir eigentlich jetzt aufgestellt, auch zum ersten Mal. Aber wir sind zufrieden. Ja, super zufrieden. Es ist wirklich toll. Und heute haben wir Sonntag und das wird ab Dienstagabend, das Original wird ab Dienstagabend hier bei uns im Kunstraum Kieswerk im Dreiländergarten bei Basel in Weil am Rhein zu sehen sein, den ganzen Tag bis abends um 19.30 Uhr. Es wird abends auch noch beleuchtet. Und da können Sie kommen und das Original anschauen. Es wird dann Ende des Monats, Ende Februar wird es dann recycelt. Und das ist das Original. Parallel dazu wird das große Banner gedruckt und hergestellt, das dann später im Museum am Lindenplatz aufgehangen wird. Und zwar ist es geplant am 1. Februar. Es gibt dann auch am 1. Februar abends, können Sie jetzt schon vormerken, so eine kleine Vernissage im Internet um 20 Uhr. Ja, Vernissage online, wenn wir unseren Techniker dazu überreden können. Ja. Okay, der hat noch nichts davon gewusst, hat es gerade erfahren. Naja, also so ist der Ablauf zu dem Zusammenprojekt. Wollen wir noch was sagen dazu? Wir haben ja schon viel... Plakate, genau. Du hast auch früher... Ja, es wird auch Plakate dazu geben. Die werden dann relativ kostengünstig abgegeben. 8 oder 10 Euro, glaube ich, das ist noch nicht kalkuliert.
Und das ist dann auch noch was Haltbares oder was das Projekt auch in die Zukunft trägt, weil das Original ja früher oder später sich auflösen wird. Und uns hat das unwahrscheinlich Spaß gemacht. Das ist wirklich was ganz Spezielles. Das ist eine ganz starke Arbeit und das sind auch ganz viele 343 Leute, die sich wirklich ganz stark angestrengt haben und ganz tolle Resultate uns zur Verfügung gestellt haben. Ja, das stimmt. Sehr viele tolle Ideen, sehr kreativ und sehr a lot of work, how to say, a lot of work inside. And really, I appreciate it. It's a really good night and it's super. Und wie ist es zu dem Ergebnis gekommen ist, sehen Sie es in dem nachfolgenden Beitrag. Und später, eben nächste Woche, werden alle Beiträge zusammengeschnitten zu der sozusagen Internet-Vernissage. Das zum Zusammen 2021-Projekt. So, das Zusammenprojekt 2021 hat uns ja jetzt schon fast 2 Monate in Beschlag genommen. Das heißt, wir haben Mitte Dezember angefangen mit dem Projekt und Nicht haben, einmal. also 1 Monat, und haben da schon mit vielen Leuten, die am Kieswerk von dem Projekt erfahren haben, das gestartet. Dann ging es weiter nach einem Jahr. Das hat sich dann das Kulturamt, ist ja auch Partner von dem zusammen. Das Kulturamt ist Partner zusammen mit dem Kunst- und Kieswerk bei dem Projekt. Dann hat sich das Kulturamt eingeschaltet, die Presse eingeschaltet, zum nochmal einen Schub bringen. Und jetzt sind wir seit 1 Stunde fertig mit dem Original. Also das, was Sie hier sehen, sehen wir eigentlich jetzt aufgestellt, auch zum ersten Mal. Aber wir sind zufrieden. Ja, super zufrieden. Es ist wirklich toll. Und heute haben wir Sonntag und das wird ab Dienstagabend, das Original wird ab Dienstagabend hier bei uns im Kunst am Kieswerk im Dreiländergarten bei Basel in Weil am Rhein zu sehen sein, den ganzen Tag bis abends um 19:30 Uhr. Es wird abends auch noch beleuchtet. Und da können Sie kommen und das Original anschauen. Es wird dann Ende des Monats, Ende Februar wird es dann recycelt. Und das ist das Original. Parallel dazu wird das große Banner gedruckt und hergestellt, das dann später im Museum am Lindenplatz aufgehangen wird. Und zwar ist es geplant am 1. Februar. Es gibt dann auch am 1. Februar abends, können Sie jetzt schon vormerken, so eine kleine Vernissage im Internet um 20 Uhr. Vernissage online. Vernissage online, wenn wir unseren Techniker dazu überreden können. Ja. Okay. Der hat noch nichts davon gewusst, hat es gerade erfahren. Naja, also so ist der Ablauf zu dem Zusammenprojekt. Wollen wir noch was sagen dazu? Wir haben ja schon viel. Plakate, Ach, das genau. du hast auch früher. Ja, es wird auch Plakate dazu geben. Die werden dann relativ kostengünstig abgegeben. 8 oder 10 Euro, glaube ich. Das ist noch nicht kalkuliert. Und das ist dann auch noch was Haltbares oder was das Projekt auch in die Zukunft trägt, weil das Original ja früher oder später sich auflösen wird. Und uns hat das unwahrscheinlich Spaß gemacht. Das ist wirklich was ganz Spezielles. Das ist eine ganz starke Arbeit und es sind auch ganz viele 343 Leute, die sich wirklich ganz stark angestrengt haben und ganz tolle Resultate uns zur Verfügung gestellt haben. Ja, das stimmt. Sehr viele tolle Ideen, sehr kreativ und sehr a lot of work, how to say, a lot of work inside. And really, I appreciate it. It's a really good night and it's super. Und wie ist es zu dem Ergebnis gekommen ist, sehen Sie es in dem nachfolgenden Beitrag.
Und später, eben nächste Woche, werden alle Beiträge zusammengeschnitten zu der sozusagen Internet-Vernissage. Das zum Zusammen 2021 Projekt. Zusammen 2021 Projekt vom Kulturamt Weil am Rhein und dem Kunstraum Kieswerk. Jetzt geht es um das Original. Wir richten jetzt erstmal die Originalgrundplatte. Die Grundplatte ist 5,60 Meter auf 1 Meter. Und der Print auf das Banner in der Altstadt von Weil am Rhein in Altweide wird dann über die Hauptstraße sein, und zwar 8 Meter lang. So, das Zusammenprojekt wird jetzt langsam zusammengefügt von uns. Mehrheitlich von der Anja Czeczewska, der Malerin des Hauses. Hier seht ihr sie schon in Aktion. Im Moment geht es jetzt nur darum, dass man erstmal alles auslegt. Und dann Schritt für Schritt wird die Sache geordnet und wird sie komponiert. Und dann entsteht langsam aus den 330 Einzelteilen, also 330 Teilnehmer haben wir hier, entsteht dann ein großes Bild. Möchtest du was sagen? I'm very excited. It's really cool. And yeah, first I want to see all of them, and then I try to make a composition. Yeah, but it looks really cool. It's so creative. It's so much super ideas. I really like it. Also, wir haben das mal mit einer Firma gemacht mit 450 Personen. Ähnlich, aber gemalt. Wobei es natürlich dort so war, dass nicht jeder unbedingt freiwillig was gemalt hat. Hier wiederum haben wir 330 Leute und alle haben sich sehr viel Mühe gegeben und haben das ja auch freiwillig gemacht. Und das sind ganz erstaunliche Ergebnisse auch dabei. Und wir haben jetzt im Moment, das Original wird eine Breite haben von, ich glaube 5,40 Meter, 5,50 Meter, genau 5,50 Meter und 60 Zentimeter hoch, das Original. Und dann als Banner auf der Hauptstraße, das ist ja unser großes Ziel, da wird es ja dann eben 1,42-fach vergrößert nochmal. Und wird dann 8 Meter breit sein und ich glaube 95 Zentimeter hoch. Das ist super cool. Hab doch gedacht, da schnarcht jemand im Hintergrund. So, jetzt sind wir wahrscheinlich endgültig komplett. Wir sind jetzt 443 Teilnehmer. Also es kamen noch ein paar Nachzügler dazu. Deshalb mussten wir nochmal das Format auch ändern.
von dem extrem schmalen Panoramaformat sind wir jetzt ein Element breiter geworden. Aber das ist auch ganz schön speziell, wenn man noch in Betracht zieht, dass wir noch große Poster drucken lassen. Ist das natürlich ein besseres Format und für die Hauptstraße, für das Banner wahrscheinlich auch. Nein, wir sind ganz glücklich mit der Situation. Haben auch schon an einer Ecke angefangen zu befestigen. Die werden hier noch eingefügt. Spannendes Projekt. Spiegelei. Sie sehen links, das ist eine Geschichte von mir. Das war eigentlich als Muster gedacht, aber wir selber dürfen natürlich auch beteiligt sein. Und rechts, weiß nicht, ein Kind oder irgendjemand, dass das Muster. Katze, das ist eine Katze. Das Kind hat meine Geschichte hier als Inspiration genommen für seine Geschichte. Ist doch super. Klasse gelöst. Also es gibt sehr fantasiereiche Arbeiten, ganz viele Elemente mit Tieren, mit Symbolen aus verschiedenen Kulturkreisen. Das, Volker, das ist auch sehr, sehr toll. Hier, das. Ja. Und das hier, das ist vielleicht von einer Person. Das ist ja, wir wollen ja nicht werten, wir werten das auch nicht, wir brauchen alle. Aber das ist für sich als eigenes Kunstwerk natürlich sehr, sehr speziell hier die Arbeit. Ob es das so zum Tragen kommt auf dem großen Banner, ist die Frage. Aber es als sich, als geschlossenes Kunstwerk, fantastisch. Nein, wir sind wirklich froh um alle Beteiligten. Und das Kunstwerk später profitiert auch von jedem Einzelnen. Das heißt, man darf also wirklich keine hervorheben. Volker is gluing. Really? I said you are gluing. Yes, I glue mostly myself. This is every time like this. Yeah, I know. Gluing is also not really my special thing, not special talent. But I'm very excited, it looks so cool. Ja, das ist schon eine relativ gehaltvolle Arbeit, eins nach dem anderen. Wie viel haben wir? 343 Stück. Ja. 343. Wow, it looks really wonderful. Der Blick von oben ist auch noch ganz wichtig. Ja, yeah, I'm just checking if I make nice, good composition. That everything works, because when it's such big work and I cannot look from far away, I cannot see this really. But I'm very glad. I really
I'm also checking. I'm waiting. You will fall down or not? Of course not. I'm very good in climbing. So. Die Arbeit der Installation ist fast getan. Wir kommen langsam zum Ende. Die Steine, die bleiben nicht, die sind nur zur Beschwerung. Wir arbeiten hier mit einem Meißleim. Der zum einen wetterfest ist. Und zum anderen genau unseren Anforderungen entspricht. Lastline. Letzte Leine. Das Finale sozusagen. Ich muss schwarz malen hier. Leichtturm ist so schön. Und alles so schön. Vogel. Der Wein, das ist Glühwein. Weil es keine Weihnachtsmärkte gab dieses Jahr und ähnliches, habe ich beschlossen, meinen eigenen Glühwein immer ein paar Tage neu einzusetzen. Die eigene Privat Weihnachtsmarkt. Genau. Hier ist noch eins frei. Es kommt noch eine Arbeit von meinem Sohn. Morgen. Ansonsten sind wir hier komplett. Ja, hurra! Für die Beteiligten versuche ich doch mal nochmal viele Arbeiten einzufangen. So, die arbeiten unter den Steinen. Die sind dann noch verborgen.
Regel. Jetzt. So, wir sind soweit. Es ist angerichtet sozusagen. Auf jeden Fall wird es mal aufgestellt. Und jetzt fängt es auch richtig an zu wirken. Also Sie sehen, dass wir jetzt wahrscheinlich auch zu Hause, wie das zusammenpasst und dass sich das gelohnt hat, dass die Anja die Farben im Vorfeld ausgesucht hat. Und weil jeder Teilnehmer hat nur ein gewisses Sortiment gehabt an Farben. Mhm. Und so ist eine Gesamtkomposition erstmal entstanden, die Anja dann noch konkretisiert hat. Und wie gesagt, ganz tolle Sachen. Also das ist wie ein Kraftfeld ist hier entstanden. Ja. Ein Kraftfeld. Und jetzt sind wir gerade dran mit dem Fotograf bzw. mit dem Felix, Olive, das zu fotografieren in vielen Teilen. Und das wird dann zusammengesetzt für das Banner. Mhm. Und wir haben uns auch entschlossen, dass es auch noch Plakate gibt, ganz hochwertige Plakate in 250 Gramm, also schön dick. In der Größe habe ich es nicht im Kopf, aber circa so. Gibt es bei uns, wenn jemand möchte. Ja, ich mache das sicher. Ich möchte in meinem Arbeitsplatz Plakat haben. Ich habe es vorhin schon kurz beim Eingang erwähnt. Mein Sohn, der Felix Oliv, ist jetzt in Pitzau in Österreich beruflich tätig, wahrscheinlich bis nächsten September, bevor er dann auf die Meisterschule geht als Schreiner. Und das ist wohl schon eine ganz spezielle Landschaft, also es ist dort auch der Ort in Österreich mit dem höchsten Schneemenge, also die haben jetzt gemessen, die haben letzte Woche 1,65 Meter Schnee gehabt, das ist unglaublich. Und Felix ist da auch viel unterwegs in den Bergen und auch in der Landschaft. Jetzt hat er uns mit der Drohne einen Beitrag geschickt. Und das ist eigentlich schon, das war schon zu schön. Wir sagen immer, das ist zu schön. Das, oh, I think it's a bit schön. It's schön enough. I put me there. It's beautiful. Impressionen aus dem Winter in Vorarlberg. Guten Abend aus dem Bregenzer Wald. Von mir gibt es jetzt auch mal wieder was zu hören. Kleines Update, wie es mir so geht. Natürlich alles gut. Die Arbeit macht Spaß. Ja, viel gibt es da nicht zu sagen. Schöne Arbeit, schöne Gegend, innovative Ideen, was Holzverarbeitung angeht und auch andere Materialien. Und ich will es jetzt auch nicht lange damit aufhalten, aber was ich machen möchte, ist Ihnen einen Eindruck verschaffen, wie es hier im Bregenzer Wald so aussieht. Sie sehen, ja, wir haben ziemlich viel Schnee jetzt gekriegt in der letzten Woche
Und dementsprechend gibt es auch ein paar schöne Aufnahmen mit Schnee, noch ein paar aus dem Herbst aus Österreichs schönster Region 2019, dem Körbersee oder Gröbersee, also beide. Und ja, wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ich melde mich schon wieder ab, versuche jetzt noch hier irgendwie rauszukommen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, genießen Sie es und auf Wiedersehen. Das Dreieck hier, so ungefähr. Das Dreieck auf der Spitze ist das Symbol für die Weiblichkeit. Das kommt. Das kommt natürlich vom Zentrum des weiblichen Körpers, also von der Vagina. Und das habe ich jetzt mal. Das ist der Ursprung von dem Dreieck auf der Spitze. Ja, aber ich beschäftige mich ja schon viele Jahre mit dem Dreieck. Das Relief jetzt, das hat vielleicht eher zu tun mit den, man kann das als Köpfe oder als Individuen interpretieren. Der Ursprung liegt vielleicht dort. Man kann das ganze Relief, aber auch, das kam auch schon im Beitrag, umdrehen. Dann hat man nämlich das Dreieck, dann hat man nämlich den Schwarzwald. Also ich habe so universal. Ich habe das universale Relief geschaffen. Das ist sehr universal. Vom Vagina zum Kopf zum Tannenbaum sozusagen. Also schauen Sie sich das an. Ich habe da mir sehr viel Mühe gegeben. Das war sehr, sehr langwierig, aber es hat auch Spaß gemacht. Und ich bin ganz happy mit der Geschichte. Es ist vielleicht im Beitrag nicht erwähnt. Ich zu mir jetzt gerade erkundigen, ob das möglich ist, dass man das Relief selber auch in Silber, natürlich ist möglich, aber ob es auch zahlbar ist, ob man das Relief auch in Silber umsetzen könnte, massiv Silber dann. Das wäre natürlich eine schöne Aufwertung von der Materialität her. Und das hat Silber wirft ja ganz natürliche Schatten, weil es immer ein bisschen anläuft, wenn man es nicht stark behandelt. Das wäre eine schöne Variante. Also, genießen Sie die Tannenbäume, Vaginas, Köpfe, wie auch immer.
Zucker. Voll geil. Du bist fertig oder bald fertig? Ich bin bald fertig. Jetzt geht es wirklich um die Details und die schönen Oberflächen hier. Das ist ja Wachs. Ich arbeite hier mit Wachs. Das kann man immer auch sehr gut mit Wärme behandeln. Und jetzt geht es wirklich nur um die Oberflächen. Hier ist ein Hundehaar, das darf nicht sein. Aber warum nicht? Burgas Haar? Ja. Aber das muss sein. Nein. Keine Hundehaare in dem Relief. Was sagst du, Burga, für das? Anja. Ja, ich frage sie. Ernst sein. Sie sehen, ich mache da immer auch Struktur rein in die Dreiecke und habe dann das aber gern, wenn man das dann hinterher mit warm macht. Du machst auch deine Finger warm im Feuer. Das ist speziell. Okay, Finger sind die besten Werkzeuge, weil da bekomme ich auch so eine homogene Oberfläche damit und das schmilzt dann nochmal ein wenig an. Im Großen und Ganzen. Ne? Und die Bringe. Also der nächste Schritt wird es sein, dass ich hier noch ein bisschen eine Stunde damit zubringe. In Kleinigkeiten. Das hängt aber auch sehr, hier auch den Background. Ne? Da wird auch noch etwas bearbeitet. Hier unten kommt noch Signet rein und die Stempel. Aber die habe ich jetzt in der Galerie unten, das mache ich später. Es ist ja so, man muss ja sehen, also diese Geschichte hier mit dem Triangel, mit dem Relief, ist schon eine kleine Sache, aber wenn ich das jetzt rechnen würde, also ich bin da mit Sicherheit 35, 40 Stunden schon dran. In der Zeit mache ich eine Skulptur mit 5 Meter Größe. Wirklich? Aber das ja. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber fast. Okay. Also 40 Stunden ist eine Woche. Und in einer Woche schaffe ich, also in einer Größe von 5 Metern. Doch, doch, da kriegen wir schon was hin. 4 Meter, okay. Und das heißt, das ist eine Riesenarbeit. Das heißt nicht, wenn etwas klein und fein ist, dass es dann schneller geht. Im Gegenteil. Ja, das ist halt präzise. Aber du arbeitest nicht alleine? Ja, natürlich arbeite ich nicht alleine, immer mit Hund. Mhm. Puga, sie ist schon schlafrig heute. Die Puga hat manchmal stundenlange hier. Sie liebt das eigentlich, der Arbeitsplatz. Und ich kümmere mich auch nicht so viel. Wir kommen klar. Das Telefon, das machen wir eh gerade Schluss. Also, wir sehen uns wieder beim Silikon. Ich melde mich dann wieder. Hier das Original, das kennen Sie. Was ja. Ist das? Da habe ich jetzt eine Schalung gebaut rundherum. Hier, so, ne?
habe das ausgegossen mit Silikon. So, das war das dann. Und das dann abgezogen. Und jetzt habe ich Silikonform. Ja? Mhm. Und die gieße ich jetzt aus. Jetzt im Harz, Epoxidharz. Das ist eigentlich ein Zweikomponenten-Kunststoff. Und rote Farbe hast du entschieden. Rot. Ich habe es jetzt rot eingefärbt, wie das später wird. Ist die andere Frage, weil ich kann es ja immer wieder sozusagen patinieren oder mit anderer Farbe übermalen, wie zu zeigen. Ich habe es mal rot gewählt. Ich wollte ehrlich gesagt das nicht in das kalte Atelier hoch, sondern das Rot habe ich gerade griffbereit gehabt. Schauen, damit er nicht zu viel nimmt. Ja. Dann schleifen wir das über, das möchte ich dann auch nicht. Das ist genau ein Liter. Ich habe ja eigentlich schon ein bisschen ausgerechnet, wie viel ich brauche. Das müsste eigentlich knapp reichen, aber gut reichen. Natürlich von Vorteil, wenn der Tisch genau waagrecht ist, was sich jetzt eben genau zeigt. Und ich würde sagen, der ist gar nicht schlecht, der Tisch. Der Tisch. Hm. Jetzt sind noch so Teile drin. Die lasse ich aber vielleicht, weil manchmal ist besser, man startet keine große Sauerei. Ich kann das immer noch später korrigieren. Mhm. Ja. Hier in der Ecke noch ein bisschen mehr. Und ich sehe, dass ich mich mit dem Liter wieder ein bisschen verschätzt habe. Das heißt, es würden eigentlich 600 Milliliter, 700 Milliliter reichen. Beim nächsten Mal weiß ich das dann. So, sind wir gespannt, wie das rauskommt. Morgen kann ich das dann wegmachen und dann sehen wir das. So, jetzt das Projekt. Ne? Also, folgendes, das hier, das haben wir jetzt abgegossen mit dem Silikon. Und es kommt ganz gut, man sieht das hier auch am Licht, ne? Es kommt alle Details, alle Kleinigkeiten werden sehr schön wiedergegeben. Zu dem kommen wir später oder gleich. Dann habe ich hier noch Rämen gemacht aus Holz und habe die mit Shellack überzogen. Ich arbeite ja gern mit Shellack. Das ist so eine natürliche Lack, den man aber auch polieren kann. Habe es da wieder ein bisschen abgeschliffen von dem Holz, um das nicht zu neu aussehen zu lassen, dass mir das wenn. Schön. Ja, das ist besser, wie wenn es nur schwarz ist. Und jetzt, der nächste Schritt wird sein, dass wir das hier auch noch mit Shellack überziehen. Und es geht eigentlich gar nicht um den Shellack, sondern es geht um das Pigment hier, um das Schwarze, das ich hier drüber legen möchte. Das können wir gerade zusammen machen. Beziehungsweise ich mache es, Sie schauen zu. Relativ dünn haben. Es geht nur. Das fangen wir jetzt mal an. Mhm. Das ist auch ein schnell gehen, weil der Shellack wird relativ schnell hart.
Und das darf auch gerne unregelmäßig sein, das heißt mit hellen Stellen und aber auch mit schwärzeren. Ach, meine Haare immer. Ich will sie ja schon lange abschneiden, aber ich darf sie ja nicht. Ja, aber sicher nicht. Ja, das ist jetzt schön, da kann ich das schön steuern. Aber ich habe Spaß damit, weil ich kann die dunkleren Stellen rausholen. Und die helleren. Da unten in der Ecke ist noch das Signe. VS. Und Stempel. 21. Und meine schafft japanischen Stempel dazu. So. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Jetzt wird das Beste wieder zurückgefahren, wieder abgetragen. Vielleicht solltest du Handschuhe tragen. Vielleicht. Was soll ich sie denn hintragen, die Handschuhe? Nein, nein, alles in Ordnung. Auch schon fertig, weil mehr soll gar nicht passieren. So. Nehmen wir das Feinere nachher. Ich würde sagen, das ist fertig. Jetzt wird das dann in den Rahmen reingeklebt und durch die Vertiefung hier und den Rand sind wir hier fast bündig und das ist auch, glaube ich, eine ziemlich schöne Arbeit geworden. Kannst du noch mal, ich gehe mal weg, dann kannst du es hier nochmal so von oben filmen. Ne? Und Anja kann es filmen, sie können es kaufen. Oh, oh. Oh, Pugaya. Die hat ja auch ihren Platz hier oben, aber. Noch heute nicht. Heute oh, nein, nicht. Oh je, es stinkt. Ja, sie sucht ihr Kissen. So. Oh, ich glaube, einmal wir sind schon wieder auf Sendung. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, und dass wir uns verabschieden von Ihnen und Sie natürlich einladen fürs nächste Mal. Ich hoffe, Sie haben wieder neue Inspirationen von uns bekommen, neue Eindrücke. Und bleiben Sie mit uns, bei uns. Bei uns und unserer Kunst. Willst du auch was sagen, Anni? Ich bin jetzt der Alleinunterhalter. Ja. Ja, also, tschüss miteinander, goodbye. Tschüss, tschüss. Branats. Immer labil, ne? Durch die Monatszyklen. Der Mann wiederum ist so, der ist stabil. Wie
ein Baum. Der ist stabil. Wie ein Baum. Wie ein Baum, ja, wie ein Tannenbaum.